Name your game. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Let's Play der Name Your Game Ultra Retro Series. Heute spiele ich ein richtig geiles Spiel auf der NES und das ist Versus Excitepike. Wenn ihr meine Mario Kart 8 Deluxe Series angeschaut habt, dann ist euch bestimmt aufgefallen, dass in einem Cup das Rennen Excitepike Stadion existiert und das wurde eine Anlehnung an das von 1988 im Excitebike-Game vorhandene Stadion gemacht. Also Nintendo greift immer wieder Retro-Sachen auf und macht sie grafisch und technisch besser. Das finde ich richtig cool. Ich habe das Game ungefähr 25 Jahre nicht gespielt und will jetzt direkt schauen, ob ich es noch kann. Es geht hier darum, Parcours zu fahren in einem Stadion mit einem Motorrad und hier auch Hindernissen auszuweichen und bestimmte Bestzeiten einzuhalten. Startet jetzt mal den Beginner-Modus. Und hier bin ich auch schon. Mein Männchen ist hier. Kann hier beschleunigen. Und auch ein Wheelie ziehen, seht ihr. Und jetzt kommt das erste Hindernis. Gut gemeistert. Wieder. Muss hier einfach die Balance halten. Manchmal kann es richtig schwer werden. Hier sind auch die gefährlichen Stellen. Da darf ich nicht reinfahren. Habe es verpasst, den Stunt zu machen. Aber der hier klappt. Und bin hier ein bisschen langsamer geworden. Aber das klappt auch. Habe jetzt keine Beschleunigung mehr. Muss Gas geben. Und finische in 36 Sekunden anstatt den vorgegebenen 58. Und das ist der erste Rang im ersten Race. Cool. Endlich mal ein NES-Game, in dem ich nicht mehr so schlecht bin. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Track. Hier mit Gegnern. Mein Start war schlecht, aber ich kann schon aufholen. Ich bin hier gecrashed mit diesem violetten Typen. Und bin jetzt aber trotzdem Zweiter, versuche trotzdem jetzt noch Erster zu... Nein, ich bin Dritter. Natürlich versuche ich aber hier aufzuholen, das ist eh klar. Und der Erste strauchelt. Hier sind noch weitere Spieler. Die habe ich gar nicht beim Start gesehen, aber ich kollidiere mit einem. Und muss jetzt schauen, dass ich nicht wieder auf Kollisionskurs gehe. Einer wäre jetzt fast wieder in mich rein. Die erste Lap ist hier absolviert. Strauchle hier aber erneut. Das ist schlecht. Ist aber ein richtig cooles Game, ich sag's euch. Das müsst ihr unbedingt probieren. Das ist Kult. Und hier nochmal ein Crash. Also so einfach ist es nicht. Aber ich hoffe hier noch finishen zu können. Kann hier noch einen Stunt machen und noch einen Stunt. Einer fliegt noch raus. Kann ich hier noch einen überholen? Da läuft schon wieder einer zu seinem Motorrad und ich finische als Fünfter, aber immerhin, ich hab's unter der vorgegebenen Zeit erreicht und das heißt, ich kann zur nächsten Stage aufsteigen. Das finde ich mal richtig cool. Kann jetzt Track 2 machen. Schauen wir uns die an. Habe es Fahrt aufgenommen. In der Mitte unten seht ihr auch die Tempoanzeige. Natürlich so Matschhindernisse oder Ölflecken, die bremsen natürlich ungemein. Nein, das ist nicht das Tempo, das ist die Temperatur und dann überhitzt er, wenn es im roten Bereich landet. So, wieder den Hindernissen ausgewichen und im Finish in der vorgegebenen Zeit oder darunter. Ist jetzt der vierte Rang, aber trotzdem nicht schlecht. Es geht hier wahrscheinlich weiter. Ich habe die Quali geschafft.
deswegen darf ich jetzt hier auch das Rennen gleich mitfahren. Wieder ein schlechter Start, aber ich komme jetzt dafür später in die Gänge. Kann somit schon etwas gut machen. Ei, jetzt bin ich direkt einem reingefahren, aber die, alle anderen straucheln auch. Deswegen kann ich hier beruhigt weitermachen. Hier noch ein paar Stunts an den Tag legen. Noch weitere Fahrer überholen, aber da kreuzt einer das Feld und der bringt mich ins Straucheln. Wehe, es fährt jetzt einer auf meine Bahn. Schon wieder einer im Weg. Die Spieler kreuzten hier den Weg zu oft, meiner Meinung nach. Oh, schon wieder einer gestrauchelt. Ich kann jetzt weitermachen. Ich hoffe, dass keiner in mich reinfährt. Es hat fast so ausgesehen, kurzzeitig. Jetzt kommt schon der nächste vorn. Der strauchelt auch. Aber ich gebe alles. Kann jetzt noch ein paar Plätze gut machen. Muss jetzt abbremsen. Und da kreuzt wieder einer meinen Weg. Was fällt dem ein? Das gibt's ja nicht. Kann jetzt aber noch zwei überholen. Und vor mir sind noch zwei Hanseln. Oh, gestrauchelt mit einem Violetten. Und die Zeit, die dürfte nicht ausreichen dieses Mal. Ja, die reicht leider nicht aus. Das war der Rang 10. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Muss auf jeden Fall besser werden. Kann hier nochmals machen. Fange aber wieder von vorne an, aber kein Problem. Das ist wirklich ein Game, das cool ist, das sich lohnt zu trainieren. Macht einfach mega viel Spaß. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Oh, jetzt hat es mich reingenudelt. Aber die Hürden gehen auch. Das müsste jetzt der Zieleinlauf sein. Also das Qualifying ist schon mal geschafft. Als erster sogar. Aber wie gesagt, das war wieder im ersten Rennen. Und ob ich das wiederholen kann... Vollgas gegeben und bin jetzt ganz hinten, aber da ist schon einer gestürzt und kann Plätze gut machen, muss aufpassen, dass mich hier keiner zu Fall bringt. Aber noch funktioniert es ganz gut. Ich hoffe, da fährt jetzt wirklich keiner mehr rein in mich. Da strauchelt wieder einer. Ich kann jetzt erneut Plätze gut machen, aber habe jetzt zu viel Frontlage gehabt und deswegen bin ich auch gestrauchelt. Muss jetzt hier durch den Matsch, das kostet Zeit. Natürlich fahre jetzt mit dem Wheelie weiter, mache hier noch ein paar Stunts. Die erste Runde ist hier schon gelaufen. Hier stürzen weitere Gegner. Hier kommen immer mehr, habe ich das Gefühl. Aber die stürzen zum Glück. Ich kann hier weitermachen, treffe aber auf weitere Stürzer. Da stürzt ja alles nur noch so vor sich hin. Das war knapp. Kann jetzt durch das Finish gehen in einer super Zeit. Welcher Platz wird's? Sogar der erste Platz. Ganz, ganz toll. Und ich darf jetzt beim Qualifying für den zweiten Lauf mitmachen, beziehungsweise für die zweite Strecke. Das mache ich doch direkt. Habe jetzt versucht, schön zu starten. Ich weiß aber nicht, ob es gut war, weil ich natürlich hier noch keinen direkten Vergleich habe. Und bin hier direkt gestürzt, war ein bisschen übermütig.
Und wir werden sehen, ob ich das noch schaffe. Ich glaube jetzt zwar nicht, aber schauen wir mal. Schon wieder gestrauchelt, will hier einfach zu viel. Habe jetzt noch 15 Sekunden, um mich zu qualifizieren. Jetzt gehe ich auf die Sicherheitsvariante, aber das könnte bereits zu spät sein. Wir werden jetzt sehen, ob es definitiv zu spät ist. Ja. Ganz knapp davor gescheitert. Und ich muss jetzt wieder erneut von vorne anfangen. Bin jetzt Game Over. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man hier nicht mehrere Chancen hat, sondern direkt wieder vom Beginn an starten muss. Aber ich gebe jetzt nicht auf. Einmal probiere es noch. Seid weiterhin dabei. Und weiter geht's. Kann hier schön gerade landen. Wenn ihr nur auf dem Hinterrad landet, dann geht es ein bisschen länger. Ist zwar stabiler, aber es geht einfach länger und das ist auch die Gefahr. Aber ich bin jetzt wirklich positiv, dass ich eine gute Zeit schaffe. Das sieht doch schon gut aus. Das sind 35 Sekunden, ich glaube. Das hatte ich vorhin auch nicht. Das waren, glaube ich, 38. Also muss das hier jetzt gut gehen. Das bedeutet wieder Erster im Qualify. Aber wie wir schon in der Vergangenheit gesehen haben, konnte ich das nicht immer halten. Deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Stürze auch direkt, leider. Schön schnell weiterfahren. Das funktioniert. Musste hier abbremsen, leider, und strauchle hier erneut. Und jetzt hat mein Fahrer einen riesen Weg vor sich. Ich glaube nicht, dass sich das ausgehen wird, leider. Hier läuft schon wieder einer zu seinem Fahrzeug. Muss jetzt oben bleiben, obwohl es mich extrem viel Zeit kostet. Und 1:30 ist jetzt die Zeitvorgabe, in der das Rennen jetzt geschafft werden muss. Also gar nicht einfach. Aber hier straucheln schon wieder extrem viele. Und ich fahre jetzt einfach auf die Außenbahn in der Hoffnung, dass mich hier kein anderer kriegt. Kann hier wieder aufholen, ist zumindest mal schon gut. Hier strauchelt noch einer, muss jetzt oben bleiben. Und das geht sich sogar aus, jawohl, mit dem Wheelie noch. Das bedeutet der erste Rang sogar, sehr toll. Jetzt bin ich gespannt, wie es jetzt im zweiten Qualifying aussieht. Ich gebe schon ein bisschen Gas. Hier mit dem Wheelie. Und strauchle wieder. Nein. Hier muss ich besser aufpassen. Definitiv. Aber mal sehen, ob ich das Qualifying schaffen kann. Momentan sieht's nicht danach aus. Ich komme wieder schlecht auf. Das sind jetzt 18 Sekunden, die ich hier schaffen müsste. Jetzt gut gemeistert. Wieder nicht allzu schlecht. Oh, das ist sich knapp ausgegangen. Sehr schön. Und vielleicht komme ich sogar auf Track 3, aber davon wollen wir jetzt noch nicht sprechen. Denn zuerst muss ich das zweite Endrennen bestehen. Und das startet jetzt. Mit der Einzählung. Ich komme jetzt wieder nicht vom Fleck.
muss jetzt außen bleiben, das kostet Zeit natürlich. Aber was bleibt mir anderes übrig, weil ich will ja unbedingt einen Crash vermeiden. Leider hat es jetzt nicht ganz geklappt, bin hier gecrashed. Jetzt hat mich wieder einer aus der Fassung gebracht. Kann es ja wohl nicht sein. Fahre jetzt in vollem Tempo weiter. Muss jetzt hoffen, dass hier keiner gegen mich stößt. Aber jetzt sieht es noch ganz gut aus. Kann hier gezielt ausweichen. Wieder etwas langsam dran. Und wieder ich glaube, das wird sich hier nicht mehr ausgehen, leider. Nee, das geht sich bestimmt nicht aus. Obwohl ich hier noch einige Leute überholen kann, liegt einfach noch viel vor mir. Bin jetzt schon 5 Sekunden drüber. War aber nicht so schlecht meiner Meinung nach. Ist jetzt aber kein Rang und ja, ich werde das Game noch ein bisschen weiterspielen. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt das Game gerne selbst ausprobieren. Das gibt's im Nintendo eShop. Wenn ihr ein Abo habt, könnt ihr das gratis zocken. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Name Your Game Ultra Retro Series. Wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ciao!